Hallo, willkommen zu unserer Sendung Die Stunde der Wahrheit. Heute möchte ich also kurz weitermachen mit dem Wort des Herrn. Also letztes Mal hatten wir über das Thema dem Frieden nachjagen. Ich wollte also weiter mit dem Thema Frieden gehen, aber heute werde ich also kurz etwas Kurzes geben, weil wir heute auf der Straße waren. Wir haben kurz evangelisiert, mit Leuten über das Evangelium gesprochen, die Flyer ist also verteilt, wie unser Herr es also von uns verlangt. Aber bevor ich also kurz davon erkläre, möchte ich also beten. Yehoshua Mashiach, danke für dein Wort und ich bete also, dass die Leute dein Wort also zuhören und annehmen. Im Namen Yehoshua Mashiach. Amen. Also wie gesagt, also wir waren heute auf der Straße, haben wir versucht, also mit den Leuten über unser Herr Yehoshua Mashiach zu sprechen. Es gab immer ein paar Fragen. Also diese Fragen sind also immer gekommen. Die Leute wollen immer wissen, die stellen also immer solche Fragen. Wer seid ihr? Welche Gemeinde seid ihr? Wer ist also euer Pastor? Und welche Konfession? Und immer stoßen wir uns also auf solche Fragen. Und jedes Mal sagen wir die Leute, hey, hallo Leute, wir predigen Yehoshua Mashiach. Es geht nicht um irgendwelche Gemeinde, irgendwelche Gruppenzugehörigkeit. Und wir sagen nicht mal also die Leute, dass sie sich also uns anschließen sollen, also dass sie zu unserer Gruppe kommen müssen, dass sie sich also mit uns versammeln müssen. Aber wir predigen Yehoshua Mashiach, der Retter, der einzige Retter ist. Weil was passiert also heute? Die Leute wollen immer irgendwelche Menschen also rekrutieren. Das ist nicht also, was wir wollen. Wir rekrutieren nicht die Leute, damit sie uns also folgen, damit sie für uns, also damit sie sich also uns anschließen, mit uns beten oder so. Das ist nicht unser erstes Ziel. Das Ziel ist also, dass die Menschen gerettet werden, dass die Menschen sich also mit dem Schöpfer, unser Herr, Elohim, Yehoshua Mashiach, versöhnen. Dass die Menschen sich also von der Sünde trennen und der einzige wahre Retter in ihrem Leben nehmen. Halleluja. Aber jedes Mal, also wenn, also fragen Sie uns, ja, welche Gemeinde sind Sie? Wer seid ihr? Wie heißt das? Und. Nein. Hallo? Wir sind Christen. Das ist der Grund, warum wir die Menschen immer sagen, zurück zum Wort, zurück zu der Bibel, zurück zu der Lehre Yehoshua Mashiach. Yehoshua hat nicht versucht, also er hat also keine gewisse, also eine Denomination oder eine gewisse Konfession also, oder Religion oder sowas gepredigt. Er hatte immer von der Rettung der Menschheit gepredigt. Er sagte immer, das Reich Gottes ist mitten uns. Er sagte immer, das Reich Gottes ist da. Er wollte, dass die Menschen ins Reich Gottes kommen. Und das ist, was er heute noch will. Das Ziel des Evangeliums ist, dass die Menschen sich also mit dem Herrn versöhnen. Dass die Menschen zurück zum Herrn kommen. Und nicht, dass sie unbedingt also eine gewisse Kirche sich anschließen oder irgendwelche Gruppe. Das Problem also heutzutage, es gibt so viele Denominationen, Baptisten, Evangelikalen, Pfingsten, Katholiken und so viele Gruppen, dass die Menschen, dass die Leute einfach verwirrt sind. Sie wissen nicht mehr so, wohin sie gehen sollen. Aber die Bibel sagt, komm zum Herrn. Komm einfach zum Herrn, komm einfach zu Yehoshua Mashiach. Er ist der Retter.
eine Gruppe oder eine Kirche oder sogar wir sind nicht die Retter. Wir predigen Jeschua, damit die Leute zu Jeschua gehen. Damit sie erstmal also eine persönliche Beziehung mit dem Herrn haben können. Dass sie sich mit dem Herrn erstmal versöhnen. Halleluja. Und wisst ihr was? Das möchte ich also unbedingt sagen. Die Bibel sagt also, dass unser Herr Jeschua, er kommt für seine Gemeinde. Er will seine Gemeinde holen. Aber diese Gemeinde von Jeschua Maschia, diese Gemeinde, die Ekklesia, die Kirche, die Ekklesia, das sind also Menschen, die an Jeschua geglaubt haben. Menschen, die leben nach seinem Wort, leben nach seinem Wille, leben nach ihm einfach. Man nennt sie Jeschua Nachfolger. Halleluja. Christen. Das ist die wahre Bedeutung also vom Christen. Und Jeschua sagte in Matthäus 16, Vers 18, er sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Also Jeschua allein baut seine Gemeinde. Wir gehen auf die Straße und versuchen also die Menschen von Jeschua zu erzählen. Aber Jeschua allein ist der Einzige, der die Menschen, der die Herzen berührt. Er allein ruft die Menschen, er ruft sie alle. Aber wenn jemand Ja zu Jeschua sagt, dann versöhnt er sich also mit dem Herrn Jeschua, Jesus Christus. Nicht mit uns, nicht mit irgendwelcher Gruppe, nicht mit irgendwelcher Kirche, nur mit Jeschua Maschia. Das ist das Wichtigste. Was bringt das überhaupt, also, dass die Menschen sich also uns anschließen und keine Beziehung also mit dem Herrn Jeschua haben? Was bringt das, also, dass die Menschen sich also irgendwelche Gruppe gehen, also zu irgendwelcher Kirche, aber keine Beziehung mit dem Herrn Jeschua Maschia haben? Die haben sich nicht also mit ihm versöhnt. Jeschua kommt für eine Gemeinde. Und diese Gemeinde ist also voll von Menschen aus verschiedene Nationen, verschiedene Nationalität, verschiedene Sprachen, überall auf dieser ganzen Welt. Aber die Menschen versuchen immer irgendwelche Gruppe zu bilden. Irgendwelche Gruppen, die fühlen sich also, wir sind die Besten, wir sind die Besten, wir sind so, wir sind so, wir sind so. Aber im Auge des Herrn Jeschua Maschia, unser Herr Jesus Christus, es gibt nur eine Gemeinde. Und diese Gemeinde ist voll von Menschen, die nur an seine Lehre glauben und befolgen. Die nach seinem Wort leben. Nicht unbedingt eine gewisse Gruppe. Ich merke einige, ich sehe ab und zu mal Leute, ja, die sagen das so stolz, ich bin von dieser Kirche, mein Pastor ist der da, mein Pastor, hey, Halleluja. Jeschua Maschia ist unser wahre Hirte, unser wahre Pastor. Sogar David im Psalm 23 sagte, der Herr ist mein Hirte. Ich werde nichts mangeln. Das ist diese wahre Hirte, wahre Pastor. Was bringt es überhaupt, also so stolz über irgendwelche Gruppe, irgendwelche Pastor zu reden und man ist nicht mal also mit dem Schöpfer, mit dem Herrn versöhnt? Die Bibel sagt zum Beispiel in 1. Korinther Kapitel 12, ich lese mal kurz Kapitel 12, also ab Vers 12, denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes, aber obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie Freie und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Ein Leib. Die Gemeinde Jesu Christi ist nur ein, es ist ein Leib. Und hier steht weder Juden oder Grieche. Es ist einfach egal welche Nation.
Egal welche Hautfarbe. Egal welche Sprache. Jehoshua ruft alle Menschen. Und er ruft nicht nur die Baptisten, die Pfingsten, die Pentekotisten oder die sowas. Das ist, was wir Menschen gemacht haben. Wir haben diese Gruppen gebildet. Wir haben diese verschiedene, ich nenne das also heute, Mauer gebildet. Diese Mauer, die zwischen die Menschen sind und bringen alle durcheinander durch diese verschiedene Lehre. Jeder denkt, oh, ich bin so, ich bin so, ich bin so. Hey, komm zurück zum Herrn. Komm zurück zu Jehoshua. Komm zurück zu seiner Lehre. Er sagt, wir wurden in eine Taufe getauft. Einen Geist getauft. Es gibt nur einen Geist. Es gibt nur ein Leib. Aber warum wollen wir verschiedene Leiden, verschiedene Gruppen und? Wir bilden diese ganze Sache und dann können wir nicht mal so über unser Herr Jehoshua Mashiach reden. Wenn ich also mit Leuten rede, ich merke, wie sie sich also immer, die schützen, die tun alles, ihre Gemeinde zu schützen. Nee, bei uns ist es so, bei uns macht man so, bei uns, dann muss ich sagen, hey, hallo, Ruhe. Können wir mal über unsere Jehoshua reden? Können wir mal über unser Herr, der uns das, und unser Schöpfer, der uns also Leben gibt, also Atem gibt, können wir mal über unsere einzige Herr reden? Du bringst immer Sachen über eure Gemeinde, eure Kirche, eure so. Deine Kirche wird dir nicht helfen. Deine Kirche wird dir nicht also retten. Also helfen schon. Versteht mich nicht falsch. Die Gemeinde kann dir also in irgendwelche Sachen helfen. Aber ich rede jetzt von der Rettung. Die Rettung von deiner Seele, die Rettung von deinem Geist, die Rettung von deinem Leben. Nur Jehoshua Mashiach kann dir helfen und retten. Halleluja. Aber es ist so erstaunlich. Du triffst also jemanden, der gibt sich also als Christ. Und wir unterhalten uns also über unser Herr. In dem Moment, wo man also irgendwelche Doktrinen oder Doktrinal oder irgendwelche Lehre von dieser Gemeinde anfasst, dann plötzlich, oh, fass das nicht, bei uns ist so, bei uns, ja, okay, bei dir, aber wie ist das in der Gemeinde Jehoshua Mashiach? Weil die Gemeinde Jehoshua Mashiach ist nur ein Leib, ein Geist. In Epheser Kapitel 4, oh meine Güte, in Epheser Kapitel 4 steht, oh Halleluja, oh Halleluja, Wahnsinn, es ist unglaublich. In Epheser Kapitel 4 ab Vers, ist das 1 oder, genau, lesen wir mal ab Vers 1. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit einer ihrer berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragen. Vers 3. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Einheit der Geistes. Also es gibt nur einen Geist. Und er ist eins. Diese Einheit zu bewahren. Halleluja. Und dann steht das in Vers 4, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in eine Hoffnung, eure Berufung. Vers 5, es gibt ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater alle, der über allen und durch alle und in allen ist. Halleluja, nur ein Geist, eine Glaube, ein Herr, ein einziger Gott. Es gibt nicht drei oder vier oder fünf oder sowas, nein, ein einziger Herr. Unser Retter, unser Elohim, Halleluja. Aber ich muss einfach lachen, also es ist unglaublich.
Ich gebe jemandem also diese Flyer. Jeder, der den Namen des Herrn also anruft, wird gerettet. Ja, was ist das? Was sind Sie? Ja, ich bin ein Christ. Ja, ich bin auch ein Christ. Welche Gemeinde seid ihr? Ja, ich bin ein Christ. Ja, aber wer ist dein Pastor? Hallo, ich bin ein Christ. Ja, aber was tut sie denn da? Ja, wir evangelisieren. Ja, aber wer hat euch geschickt? Joshua Mashiach hat mich geschickt. Ja, aber wo trifft ihr euch? Das ist nicht wichtig. Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass Joshua Mashiach alle Menschen ruft. Das ist das Wichtigste. Erstmal Joshua als Herr annehmen. Eine persönliche Beziehung mit dem Herrn bilden. Ja, natürlich, einige werden sagen, ja, die bauen eine Lehre und, die müssen, na ja, aber das kommt nachher. Das Wichtigste ist Joshua Mashiach. Die ganzen Probleme, die wir heute also in vielen Gemeinden erleben, ist einfach, weil viele nicht mal Joshua als Herr angenommen haben. Die haben ihre Denomination angenommen. Die haben sich also eine Gruppe angeschlossen, laufen wie diese Gruppe, reden wie diese Gruppe, aber die reden nicht wie Joshua. Die leben nicht also wie Jesus Christus. Die leben wie die Gemeinde es sagt. Die Gemeinde sagt so, die Gemeinde hat verschiedene Traditionen. Bei uns macht man so, bei uns macht man so, bei uns spricht man so, bei uns liest man so. Und dann sind sie genauso wie diese Gemeinde. Aber die sind nicht wie Jesus Christus, unser Herr Joshua Mashiach. Halleluja! Der Herr ruft alle, die sich also als Christ bekennen, Joshua allein zu folgen. Du hast die ganze Zeit für deine Gemeinde gekämpft, für deine Kirche, deine Konfession, deine Gruppe gekämpft, aber nicht für Joshua Mashiach gelebt. Weil am Sonntag tust du alles schön vor diesen Menschen zu stehen, dass alle sagen, oh, der Bruder da ist nett. Die Schwester da ist also so, so und so und so. Alle sehen dich also als gut. Aber was ist mit dem Herrn, der alles sieht? Er kennt dich. Er weiß also, was du in Verborgenen tust. Er weiß also, dass du ein Lügner bist. Er weiß, dass du ein Heuchler bist. Er weiß, dass du in der Sünde lebst. Ja, vor dem Herrn, glaubst du kannst das verstecken? Aber vor deinen Geschwistern, in der Gemeinde, alles so schön, alles so cool und. Ja, der nette Papa, die nette Mama und in der Gemeinde. Aber zu Hause bist du ein anderer Mensch. Außerhalb der Gemeinde bist du ein anderer Mensch. Komm zurück zu Joshua. Versöhn dich also mit dem Herrn. Weil im Augen des Herrn gibt nur eine Gemeinde. Egal, was du in einer Gemeinde tust. Ob du die Gemeinde, ob du diese Kirchengebäude putzt, sauber macht, die Stühlen also schön in der Reihe legt, oder ob du sogar irgendeine Karte, also eine, wie nennt man das nochmal, eine Mitgliedkarte von deiner Gemeinde hast. Du kannst also diese Mitgliedkarte haben, aber du gehörst nicht also zum Herrn. Hast du dich schon mal also mit dem Herrn versöhnt? Es gibt Leute, weil sie die Steuer zahlen, weil sie also Mitgliedkarte haben und, glauben sie also, dass sie gerettet sind. Die Rettung kommt nur durch Joshua Mashiach. Nicht durch deine Gemeinde. Nicht durch also deine Kirche. Was ich also heute sagen möchte, lieber Geschwister, ist, dass wir uns alle zuerst zu Joshua Mashiach bekennen. Wir gehen auf die Straße, versuchen zu evangelisieren, versuchen die Leute für das Reich Gottes, das Reich den Herrn, vom Herrn zu rekrutieren, damit sie gerettet werden. Nicht damit wir etwas bekommen. Viele machen das also für Geld, damit sie Geld also bekommen. Viele wollen also, dass die Leute in ihre Gemeinde kommen und dann mehr Spenden geben, damit sie viel Geld haben können. Aber das ist nicht, was unser Herr Joshua
verlangt. Der Herr Yeshua Mashiach, Jesus Christus, unser Elohim, will die Menschen retten. Aus allen Nationen. Überall in dieser Welt. Und vor seinen Augen, in seinen Augen, gibt es nur eine Gemeinde. Sein Leib. Und genau diese Gemeinde wiederholen. Diese Gemeinde folgt nur Yeshua. Diese Gemeinde folgt sein Wort, seine Wille, tut sein Wort, lebt für ihn und nicht für irgendwelche Menschen, irgendwelche Leute. Du kannst also so schön also vor deinem Pastor sein. Dein Pastor kann immer sagen, oh, diese Schwester ist so schön, sie ist so nett, sie ist so gut. Aber das ist, was dein Pastor sagt. Was sagt er überhaupt den Herrn Yeshua Mashiach? Komm zum Herrn. Ich sage auch nicht, also komm zu uns. Triff euch also mit uns. Nee, das ist nicht also, was ich sage. Such nicht mal also, wo wir uns also treffen. Wo sind diese Leute und. Das sagen wir nicht. Geh zuerst zu Yeshua Mashiach. Es wird uns also alle helfen, wenn du dich also erstmal mit dem Herrn versöhnst. Dann können wir uns also vielleicht also sehen oder sowas. Aber das Wichtigste ist also, dass du den Herrn suchst. Dass du dich also mit dem Herrn Yeshua Mashiach versöhnst. Leg die Sünde ab, tut Buße, kehrt um und geh zurück zu ihm. Im Namen Yeshua Mashiach. Ich danke euch. Danke, dass ihr die Zeit genommen habt, dieses Video zu sehen. Und ich bete, dass die Leute diese Videos einfach weiter verbreiten. Schickt das also an andere Leute, damit die Gemeinde Yeshua Mashiach von der Wahrheit erfährt. Die Gemeinde Yeshua Mashiach, die Menschen, die an Yeshua glauben. Yeshua will die Menschen retten. Ich danke euch im Namen Yeshua Mashiach. Amen.